Gottes reichen Segen. Also, Projekt Schweiz, Evangelisationsprojekt Schweiz und Evangelisationsprojekt Ostschweiz, die gehen auf jeden Fall weiter. Ich ist die ganze Zeit dabei, weiterzugehen. Ist vielleicht komisch ausgedrückt, aber muss ich so sagen. Ich wurde ja ziemlich zurückgeworfen. Ich habe einige Orte ja absagen müssen, wegen dem allem, was da passiert ist. Und nun habe ich so einen einigermaßen guten Plan weiter ausgearbeitet. Bin auch viel ins Gebet dafür. Ja, und ich habe ab Montag bereits ein paar Orte, die ich gerne gehe. Und ich muss auch, und zwar ziemlich früh. Und ich muss da auch zuerst hin. Ich muss, ja. Und zwar nach Wiel. Also das ist natürlich ein Aufruf an allesamt, die in der Schweiz sind, die auch an diesen Orten oder in der Nähe wohnen und Zeit haben. Das ist jetzt unter der Woche. Das ist für die nächste Woche, Montag, morgen früh in Wiel. Ja. 7:03 Uhr ist schon Beginn von Evangelisation. Ich muss so früh, ist eine Stunde entfernt etwa von mir. Ich habe da zu tun. Ich werde dahin. Ich muss dahin. Ich kann nicht anders sagen, nicht erklären. Das ist am Montag. Der zweite Ort ist am Mittwoch in Walenstadt. Ist noch näher zu mir. 7:45 Uhr ist Beginn. Der andere Ort ist am Donnerstag, Eggersried. Da ist der Beginn 8:06 Uhr. Dort werde ich auch lange sein. Habe da sogar geschrieben, 3 bis 4 Stunden, so Gott will und erlaubt natürlich immer, ja. Nächste Woche Samstag, Berner Oberwald, ja. Berner Oberland, Grindelwald. Sind inzwischen ein paar wenige, die ich kenne, die dort in der Nähe sind. Bitte mitkommen. Ich fahre 4:59 Uhr bereits von hier ab, denn immerhin ist es 4 Stunden Minimum, 4 Stunden etwa entfernt von mir. Ja, circa 4 Stunden entfernt. Ich sage das nur, damit jeder versteht, wieso ich so früh eigentlich anfange, dorthin zu fahren, weil man kann ja eigentlich auch später, aber das ist die andere Seite der Schweiz. Der andere Ort ist am Sonntag nächste Woche. Flüelen heißt dieser Ort, im Kanton Uri. Das ist auch sehr weit weg von mir. Sonntag, Abfahrt, 4:59 Uhr erneut. Wer dort in der Nähe ist, komm mit. Ja. Ich muss an diese Orte. Ich gehe auch allein, wenn es sein muss. Das ist nicht wichtig. Ich muss. Der Herr hat es mir nicht nur im Gebet bestätigt. Ich muss einfach. Der andere Ort, diese Orte sind nun offen, an welchem Datum und so. Luzern, der Ort Sarnen, dort muss ich hin. In Luzern selber war ich ja schon. Das hatte ich sogar vergessen. Der Ort Luzern, in Luzern Sarnen, dort muss ich hin. In Kanton Graubünden, das sind diese Orte. Arosa war ich ja schon. Klosters darf ich gehen. Dieser Ort heißt so. Ander heißt der eine Ort, dort darf ich hingehen. Und Bruck, dort darf ich auch hingehen. Sargans, da wollte ich hin, konnte ich nicht, da muss ich noch hin. Tusis, diese Ortschaft ist erledigt. Landquart war ich auch. Sevelen auch. Davos ist auf dem Plan, auch wenn es für einige so komisch klingt, wie so Davos und so. Eben darum. Glarus, Kanton Glarus, der Ort Altendorf und der Ort Domat-Ems. Andere Orte werden ganz sicherlich folgen. Ja. Kanton Schwyz, da muss ich auch hin, Freienbach. Kanton Zug muss ich auch unbedingt hin, und zwar direkte Ortschaft Zug, ja, da muss ich unbedingt hin.
Kanton Thun, also Kanton Thun, das ist einfach der Ortschaft Thun, das ist schon erledigt. Spiez war ich ja, durfte ich hin, und auch Steffisburg genauso, das ist schon erledigt. Kanton Uri, Flüelen ist ja bereits auf nächste Woche Sonntag ganz fest eingeplant, so wahr der Herr mir hilft. Andermatt ist auch im Kanton Uri, das ist schon, ja, das ist auch ganz fest eingeplant, das ist doch sehr weit weg, aber da gehe ich liebend gerne hin. Rapperswil, da muss ich auch unbedingt hin. Dieser Ort kenne ich einigermaßen, sage ich mal, von meiner Berufsschulzeit. So von weitem kenne ich es von den Personen dort. Interlaken Ost, der Ort Lauterbrunnen, das sind Orte, die diese Personen, die ich kenne, aufhorchen müssen. Das ist in der Nähe von ihnen allesamt. Interlaken Ost, Lauterbrunnen, Engelberg, der Ortschaft Brigg, Uettendorf, das sind diese Ortschaften. Grindelwald, das ist ja nächste Woche. Das ist alles dort in der Nähe. Bern, Berner Oberland, dort rundherum. Der Ort Brienz, der Ort Leukerbad, der Ort Langenthal, das ist Nähe von Solothurn. Und jetzt nähere Umgebung zu mir. Jeder, der in Ostschweiz wohnt oder im Kanton St. Gallen wohnt, das ist immer noch Ostschweiz. Bitte aufhorchen, das ist ein Aufruf zum Mitmachen, das ist sehr wichtig. Das ist ja auch für dies, nicht nur zur Motivation, sondern mach mit, bitte mach mit. Es sind schon noch mehr Traktate bestellt, weil das, was ich noch habe, das reicht vielleicht für 2 Wochen knapp aus, wenn überhaupt. Eher nicht, eher nicht. Ja, ich hoffe, das Ganze klappt auch, was die Traktate anbelangt, auf die eine oder andere Art. Ja, also in Appenzell, Urnäsch, Teufen, Speicher, Schwende, Weißbad. Der Ort Eschlikon, das ist ein ziemlicher Außenbereich, Eschlikon. Diesen Ort gehe ich nur wegen einer Person. Und der Herr wird mich ganz bestimmt, das glaube ich ganz fest, der Herr wird mich zu dieser Person führen, die ich im Zug getroffen habe, die den Weg nicht mehr kannte, wohin sie sollte. Ich werde ganz sicherlich sie wieder treffen und ihr ein Traktat geben können und von Jesus erzählen können. Ich glaube ganz fest daran. Das ist mir wie so eingebrannt geblieben, Eschlikon. Ich weiß schon, wie ich da hinkomme und alles. Das schaffe ich sogar unter der Woche. Muss ich zwar früh, aber das schaffe ich und das würde ich sehr gerne. Das wird stark. Dann Uttwil, Kreuzlingen, Winterthur. Wil ist ja bereits am Montag. Landquart ist erledigt. St. Moritz ist auch auf dem Plan. Das ist eigentlich der Plan bereits für die Schweiz und dann ist für Deutschland. Heilbronn habe ich geschrieben, Baden-Baden. Das wird sich alles einfügen mit diesen Personen. Da werde ich nur bis Basel fahren und alles andere erledigt sich von selbst. Da muss ich einen praktischeren Weg hingehen. Ja, mein Generalabonnement ist nur für die Schweiz gültig. Da außerhalb ist nur 15% Ermäßigung. Aber das ist eine Lösung. Bis Basel und diejenigen, die da in der Nähe sind, wir treffen uns da. Haben eine gute Zeit, missionieren, reden, das ist es. Ja. Österreich ist eingeplant, ganz klar. Graz ist die andere Seite von Österreich. Das wird eine gigantische Missionsreise. Ich habe eher vor, dort 2 Tage, eigentlich volle 2 Tage zu bleiben, erst am dritten Tag zurück. Das habe ich wirklich vor. Das mache ich in den Ferien, die ich ja bereits ab Ende Juli vorhabe. Es wird ganz und gar gigantisch. Mir gefällt der Gedanke auch sehr. Aber wenn ich die österreichische Karte so anschaue und wenn ich nach Gemeinden suche, einige Orte haben nur Mariakapellen. Und das ist verrückt. Das ergibt keinen Sinn. Ja? Und wenn du andere Orte schaust, das sind einfach nur charismatische Gemeinden und
Das sage ich besser nichts mehr dazu. Aber da möchte ich hin. Das wird krass. Mir ist piep egal, was mit mir dort geschieht. Ich werde da auch kein Handyempfang haben. Aber dafür muss ich auch noch sorgen. Aber ich gehe da liebend gerne hin. Innsbruck ist eingeplant. Das ist so etwa die Hälfte oder zwei Drittel von Österreich. Auf der anderen Seite ist es doch sehr weit weg. Nein, das ist etwa Mitte von Österreich, da könnte ich auch hinschaffen. Vielleicht nicht in den Ferien, irgendwann später. So Gott will und erlaubt alles, ja, so Gott will und erlaubt. Dann kommt das Projekt Ninive, von dem niemand hören wird. Diejenigen, die wissen, was ich da vorhabe, nichts weiter sagen. Das kommt schon sehr bald. Das wird sehr überraschend. Mit sehr bald meine ich in den nächsten 2 Monaten. Da muss ich noch kleine organisatorische Sachen. Ein paar Sachen organisieren. Aber ich habe große Freude daran, das wird ganz speziell. Den einen Teil davon, es wird ein Dreiteiler sein. Den einen Teil davon, den könnte ich eigentlich schon sehr bald, das könnte ich übernächste Woche könnte ich das machen, genau. Das könnte ich machen, übernächste Woche, wenn das Wetter stimmt. Da muss das Wetter stimmen, ansonsten hört man vielleicht nie wieder etwas von mir. Das wäre nicht so gut. Also für mich wäre es gut, dann bin ich beim Herrn, aber Sinn der Sache ist ja nicht, dass man einfach Risiken eingeht auf die Art. Aber das wird interessant. Ich habe Freude daran. Ich hoffe, es motiviert dich. Ich habe auch absichtlich langsamer gelesen. Es kommt natürlich dann irgendwann mehr dazu, aber jetzt ist mal wichtig, dass ich diesen Plan abarbeiten kann. Ja. Und das wird ziemlich rasch gehen, vor allem in den Ferien. Darf ich das sehr rasch abarbeiten. Und wenn ich Spätschicht habe, ist auch sehr, sehr weit eingeplant. Also, dass ich wirklich Minimum zweimal unterhalb der Woche diesen Missionsdienst da machen kann. Und einmal entweder der Samstag oder wenn ich dann, wie ich frei bekommen habe, auch Samstag und Sonntag direkt eingeplant habe für die sehr weit entfernten Orte. Ja, das geht dann bis wirklich an die französischsprachige Bereich und auch sehr weit in der Italienisch, dort wo man eigentlich fast schon nur noch Italienisch redet, an diese Bereiche, ja. Ich habe Freude daran und das werde ich tun, sobald der Herr mir hilft. Ist, wie gesagt, das einzige organisatorische Problem ist Traktate. Also, muss ich wirklich so sagen. Also soll keiner sagen, die Traktate, irgendwie, das geht nicht und so, das dauert lang, bis man so viele tausend weg hat. Das kann ich dir nicht bestätigen. Auf keinen Fall sogar, das kannst du vergessen. Das geht sehr rasch weg. Ja, sehr rasch. Ich habe 7000 Traktate bestellt. Nur so viel dazu. Und das von anderer Format. Noch kompakter. Ja, nur noch 6 Seiten. Und ich weiß jetzt den Namen von diesem Traktat nicht. Wird eine Traktatvorstellung geben, ist vielleicht nicht für jeden interessant, aber ich find's interessant einfach. Jeder kann sich ein Bild davon machen, wie es ist und so. Und so sieht's aus. Jeder, der mit kann, bitte komm mit. Jeder, der mit will, melde dich doch vorher. Ist doch schön. Ich kenne nichts Schöneres wie zusammen. Entweder in den Gottesdienst zu gehen oder eben in den Missionsdienst. Das da, was ich da sage, hätte ich frei, ich könnte da jeden Tag, ich würde da alles abarbeiten, bis es durch ist und dann weiter ins Gebet und weitere Orte, ja. Auf die eine oder andere Art ist mir das so immer wieder gegeben worden, wo könnte ich hin? Auf die eine oder andere Art immer wieder bestätigt worden, wegen Kanton Zug zum Beispiel, wurde mir durch einen Ungläubigen. Ja? Und wenn der Herr durch diese Personen so irgendetwas wieso weitergeben möchte, es bleibt, es geht nicht mehr weg, gell? Es bleibt. Ja? Welcher Ort war es noch einmal? Oder eben auf diese Orte bin ich sowieso in meinen Gedanken so ein bisschen so hängen geblieben, wo keiner wirklich hin möchte. Das ist nicht zu mich rühmen, verstehe mich nicht falsch. Für was auch, was soll ich mich rühmen? Ich rühme mich nur des Herrn. Was er
machen möchte durch uns, ist so groß. Ja? Der Herr schickt uns allesamt aus, in den kleinen oder großen Bereich. Ja? Mich macht das nicht so etwas besser, weil ich da weiter weggehe. Ja? Wer im Kleinen treu ist, der ist auch im Großen treu. Ja? Das sind Eggersried zum Beispiel. Oder Wiel. Eggersried, Wiel, das ist mir so mehrfach so auf die eine oder andere Art bestätigt worden. Und Flühlen. Ja? Ach, Flühlen gehst du nicht einfach so. Das, oder in, wo war das noch einmal? Oder Eschlikon. Ich weiß einfach, dass ich nach Eschlikon muss. Diese Person dort hat mich dazu animiert. Sie musste dahin. Das war ihr Zuhause. Sie wusste aber nicht wie und was und wohin. Mich hat das wie so hineingebrannt. Ich muss dahin. Ich muss. Ja. Wie ich immer so sage, wenn ich alles so falsch verstehe, der Herr soll mir verzeihen. Aber das, was ich so runter so gelesen habe, geleiert habe, diese Orte, die muss ich. Ja. Die muss ich einfach. Und zwar im Eiltempo. Das kann ich dir sagen, es hat eine Eil, eine, ich muss mich sehr beeilen. Ich muss mich sehr beeilen. Und das mache ich liebend gerne. Ja. Ich weiß, dass der Herr Großes bewirkt bei jedem Wort, das wir aussprechen, um einen Samen in ihr Herzen zu setzen. Ja. Dass die Wahrheit in ihren Herzen aufkeimen kann. Und auch das macht nur der Herr durch uns. Ja. Der Herr sät aus, begießt und gibt Wachstum. Ja. Und ich finde das so schön. Ja. Das ist es. Wenn du mit kannst, komm mit. Melde dich vorher bitte. Ja. Mich überraschst du am besten nicht. Ja. Sondern sage mir, dass du mitkommst. Dementsprechend wird es auch organisiert wegen den Traktaten. Wenn ich nur 300-400 Traktate habe, wir sind dann am Schluss zu dritt oder zu viert. Was sind wir dann in einer Stunde? Sind wir fertig? Das ist nicht Sinn der Sache. Sondern können wir das organisieren, zusammen Kontakt aufnehmen und dann können wir dahin. Das ist es. Und das ist es einfach, ja. Amen.